Guten Morgen. Wir haben heute den 26. Januar 2020 und wir planen wieder mal einen Trip. Der Trip führt uns diesmal in unsere Lieblingsstadt. Wieder mal nach Rom. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres, weil die Stadt Gärtina einfach so schön ist. Ja, und da schauen wir jetzt, da fahren wir jetzt einmal 4 Tage hin und lassen uns inspirieren von dieser schönen Stadt. Und naja, die Wettervorhersage ist wieder mal durchwachsen. Wann wir ziehen? Schauen wir mal, auf geht's. Oh je, die Pia ist ein Hustinettenbär. Ist ein furchtbares Gebläse. Der Reisehamster ist wieder unterwegs mit Husten. Und jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen. So, am Flughafen angekommen. Warten wir jetzt auf unsere Maschine bzw. auf das Gate, wo wir abfliegen können. Das wissen wir noch nicht genau, gell? Wir gehen jetzt mal. Ja. Jetzt gibt es erst mal einen Kaffee. Sandwich. Und die Temperatur wärmer, gleich frühlingshaft. Und jetzt latschen wir noch und holen uns in unseren Bus. Da vorne steht er eh schon, sagt die Pia. Die Pia kauft jetzt 72 Stunden U-Bahn, Bus und irgendwas Karten. Hotel ist gefunden. Hier schaut ganz ordentlich aus. Jetzt sind wir natürlich noch nicht fertig, aber jetzt gehen wir erst einmal einen Stor auf den Kaffee. Temperatur ist gut. Ja. Kannst du mal ein Foto von dem Hotel machen? Und ja, ein Foto vom Hotel machen. In einem unserer Lieblingsstadtteile in Carrefour. Und die Pia ist schon wieder in einem Lohn drin. Aber die kommt auch schon wieder raus. Und irgendwo hier ist das kleinste Restaurant der Welt. Ich glaube da links. Nur ein Stück. Nur ein Stück. Hast recht, nur ein Stück. Ein Stück bei der Obi. Pia ist jetzt mit mir im kleinsten Café der Welt, nachdem wir jetzt gerade das kleinste Restaurant der Welt passiert haben und da kein Platz drin war, sind wir jetzt ins kleinste Café der Welt gegangen. Genau. Das ist ein Vogelheisel da hierin.
Man kann sie nicht drehen, man kann sie nicht rühren, aber es ist authentisch. Ja. Ja. Wie man sieht, nicht gerade groß. Wo sind wir denn schon wieder? Prost! Grazie. Mehr als einem halben Jahr oder einem knappen halben Jahr sind wir wieder im jüdischen Viertel. Eine schöne antiken Stätte, die wir schon bei Nacht besucht gehabt haben. Ja. Und so wie es ausschaut, kann man da auch reingehen, was wir jetzt vielleicht auch tun. Dann müssten wir aber umkehren, dann können wir da reingehen. Wieder im jüdischen Viertel. Hier kann man genauso gut speisen wie im Sommer. Die Pia schaut schon, was kurz gibt, wo wir heute auf Nacht hingehen können. Hier waren wir im Sommer essen. Hat es einen guten Kebab gegeben, da sind wir da hinten geguckt, wo der Hut liegt. Aber heute machen wir was anderes. Sind wir mit dem kleinsten Restaurant der Welt. Da haben kaum zwei Gläser Wein Platz, geschweige denn zwei Menschen. Aber es ist sau kalt, jetzt waren wir schon mal im Winter da, aber so kalt wie heute ist es noch nie gewesen. Wo es heute den ganzen Tag so warm war, wissen wir nicht. Aber jetzt essen wir unsere Pasta und dann gehen wir heim Pasta. Pia muss jetzt frühstücken. Pia muss jetzt frühstücken.
wenigstens scheint die Sonne. Ja, aber schau mal, wie schön es hier wäre. Ja, schon, gell? In der Sonne ist richtig schön. Alles überfüllt. Schon wieder. Ja. Vier, die gehört. Mei, oh mei. Baustelle Kolosseum. Aber ins Kolosseum gehen wir nicht mehr. Da waren wir schon drin. Hier am Campo di Fiori, am Markt der Blumen. Blumenmarkt. Einen antiken Tempel hier einfach ein Haus gebaut. Nicht zu glauben. Schmeißen wir dann da rein. Kompliziert, aber machbar. So, jetzt haben wir ein Postamt, damit wir mal endlich eine gescheite Postmarke kriegen mit einer echten Post und keine so indische Nicht-Ankommenspost. Jetzt müssen wir noch die Dings schreiben. Wie machen wir es? Ja? Pia war jetzt shoppen, hat sie eine Brauttasche gekauft von der Firma Furla. Sie sagte, ich muss selber sagen, warte mal. Jetzt. Sehr nette Bedienung, gute Qualität, sehr schön, guter Preis. Und man sieht da, italienisches Modell. Ein italienisches Modell und
alles gefunden. Schöne Tüte und 30% Rabatt. Und direkt hier an der spanischen Treppe. In München hat es gesagt, hätte es auch nicht billiger gekriegt. Darum sind wir ja noch rumgefahren, eigentlich um Ringe zu kaufen und mit Taschen zu kommen. So, ein Must-Do. Wieder mal im San Estacio auf einen kurzen Espresso. Wie lange stehen wir jetzt da schon drin? Eine halbe Stunde. Und sind immer noch nicht dran. Nummer 200 von, keine Ahnung wie viel, für zwei Briefmarken. Eine halbe Stunde bestimmt am Halbzeit. Und dann mit. So, noch über eineinhalb Stunden Wartezeit sitzen wir immer noch da und haben immer noch keine zwei Briefmarken. Die Pia schaut schon ganz zerknittert am Verbogen. Man glaubt es nicht, aber ich glaube, wir gehen jetzt da hin und der sagt, die haben gar keine. Man wird sehen. Einfach nur beschissen. Wahnsinn. Jetzt bin ich gespannt. Für zwei Karten. Die werden noch abgewogen. Weiß auch gar nicht mehr, was will. Aber wir kriegen es. So. Die Pia hat sich jetzt seit dem jüdischen Viertel, sind wir jetzt, koscher Essen bestellt. Und was hast du da bestellt? Gefüllte Zucchini mit Parmesan und Mozzarella. Gefüllte Zucchini-Blüten mit Parmesan und Mozzarella. Ja. Sehr gut. Das ist ein Straßenbahn-Trip aus von Reisen. Jetzt hocken wir in der Straßenbahnlinie S3, die sollte recht gut sein. Das Wetter ist eher nicht so gut. Und machen eine kleine Stadtrundfahrt auf authentische Art und Weise. Jetzt sag einmal was über die S3. Was steht da geschrieben? Naja, wir fahren jetzt einfach durch die Gegend und lassen Rom ein bisschen an uns vorbeiziehen. Ich glaube, das ist schon eine gute Möglichkeit hier, gerade wenn das Wetter nicht so schön ist, einmal die Stadt und die Randbezirke ein bisschen näher kennenzulernen. Jetzt sind wir an der Porta San Giovanni, an einer antiken Stadtmauer. Und hier vorne sieht man jetzt die Kirche San Giovanni, die ranghöchste Kirche von Rom. Und da schauen wir jetzt einmal rein.
wir jetzt einmal näher, was da gibt. Was da hinten gibt, da riecht es nach Fisch. Immer mehr nach Fisch. Pia sagt, da stinkt's. So, dann schauen wir mal weiter. Hier am Mercato Centrale gibt es jetzt ein kleines Streetfood. Eine Melanzane Parmigiano mit. Ja, das ist jetzt gut auf alle Fälle. So, gibt es eine Nachspeise? So, die Pia ist total der Haut, schaut sie so. Nicht mehr ganz so auf der Höhe. Wir waren jetzt shoppen. Sie hat sich ein schönes kleines Jackerl gekauft. Ich habe mir im Sale zwei hilfige Hemden für 95 Euro geshoppt. Wirklich gut. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen raus in frische Luft. Gell? Riesenvogel sozusagen. Schau dir so, wie das zusammenzieht schon hin. Da kommt das nächste Geschwader. Das ist krass. Die Möwe wird angeguckt. In diesem schönen Etablissement von Geox habe ich jetzt meine Hochzeitsschuhe gekauft, dank der Pia, die mich hier gut modemäßig beraten hat. Cognac-farbene Lederschuhe der Marke Geox. Jetzt dürfen wir sogar einen Preis verraten. He? Von 180 Euro auf 90 Euro runtergesetzt. Echter Schnäppchen. Jetzt haben wir richtig keine Ringe gefunden, aber andere Accessoires, die notwendig sind. Also wir waren ja wieder mal shoppen. Shopping in Rom, man kann es ja gar nicht lassen. Wir haben geshoppt, jetzt sieht man es einmal im Einzelnen. Machen wir mal vielleicht ein bisschen mehr Licht. Dann kann man das auch auf der GoPro besser erkennen. Wunderschöne Hosen, Shaping-Hosen. Sport und Nicht-Sport. Einen schönen schwarzen Mantel. Gewürze vom Campo di Fiori, eine schöne Furla Hochzeitstasche, wunderschöne Geox Hochzeitsschuhe, eine handgemachte, in Italien handgemachte und handbemalte Christbaumkugel mit Zertifikat in Blattgold aus der schönen Kirche San Giovanni. Dann hier Tommy Hilfiger Slimfit der Größe 40 sowie das gleiche nochmal hier in einer anderen Farbe, einen schönen Schal, hier eine
wunderschöne San Estacio Il Café Tasse, dann wunderschöne Mantelgürtel, hier Devotionalien aus der Kirche San Giovanni, schon die ersten Weihnachtskarten, wunderschön für nächstes oder beziehungsweise für dieses Jahr. Also eine Menge und Zeugs, es ist der Wahnsinn, Handgepäck egal. So, hier noch eine kleine Aufnahme unseres unaufgeräumten Zimmers, weil das haben wir auch wieder mal vergessen. Wir müssen ja jetzt schon abreisen, leider. Recht schön. Eigentlich müsste man schon einen Generalattest beim Papst von Haus aus kriegen. Also oft bei mir war noch kein anderer da. Die kennen uns ja schon bald. Wenn ich jetzt mal vom Fenster ausgeschwingt wird. Heute haben wir die größte Schlange, die wir bei unserem Dings hier gehabt haben, gell, unserem Besuch. Ja. Die Schlange zieht sich ja fast um die ganze Runde hier durch. Und ist ja grauslig. Wir wollen jetzt auf die Kuppel von Petersdom. Wir stehen jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde hoch. Man sieht hier die Schlange da hinten und über 500 Stufen. 541. Krass. Ja, hier sind so viele Menschen, weil halt der Papst da war. Sind so viele Menschen hier. Hilft nichts, muss man durch. Die begehrten Tickets erhalten. Jetzt haben wir uns aufgrund der Zeit entschlossen, mit Ascensore zu fahren. Oder so ähnlich. Hier ganz oben auf dem Dach des Petersdoms konsumieren wir gerade eine frische Cola unter den Augen oder beziehungsweise unter den Rücken aller Heiligen. Und da oben waren wir, ganz da oben. Man stelle sich das vor. Thank you.
schon sind wir wieder da in der Cornetteria. Beste Kaffee Roms. Ja? Oder? Ja. Nein. Das nächste. Eng, aber gut und günstig. Für das ganze 2,30 Euro. Komplett. Gell? Das ist so weit unten, die Pia. Sieht man es gar nicht mehr. Also Hamster ist wieder unterwegs. Pia ist saumiert. K.O. angeschlagen. Müssen wir jetzt noch bis zum Bahnhof latschen. Damit wir den Bus fahren.